Ich fange an drauf zu rotzen mit Einzelschuss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 38. Womit ich denn noch was ist. 38 war Aston. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38. Ja, okay. 38 beide. Schon passt, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moment, nachladen. Okay, okay. 43, 44, 45, 46, 47, 48, what the fuck, 49. Das gibt's ja nicht. 50? Alter Schwede, es waren 50 Schuss. Das ist eigentlich so viel wie ein Jeep, was halt. 50 Schuss! Das ist krass. Das ist krass. Das, schau dir das mal an, das ist wie so ein Aquarium. Du kannst da easy. Also, du kannst ja fast nicht an die B-Säule schießen. Geh mal rein. Also, da muss ich ja schon. Also, hier die B-Säule zu treffen, ich versuche das jetzt mal. Oh Gott. Ey, warte mal, da muss ich mich legen. Du kriegst keinen Schaden, oder? Ja. Ja, okay. Jetzt machen wir mal ein Dings draus. Ah, nein, du musst aussteigen. Wieso kann ich den Skin nicht machen? Hä? Ah, shit, weil es schon Schaden hat. Ah, doch. Nee, genau. Okay, dann setze ich nochmal nahe und ich versuche mal, schieß mal an die B-Säule. Die B-Säule ist diesmal deutlich mächtiger. Kriegst du Schaden? Ja. Kein Schaden. Hä? Naja, okay, aber dann, nee. Ich versuch's mal so von vorne. Kriegst du da Schaden? Nein, kein Schaden. Das ist krass. Immer nur so. Okay, also du kannst nur. Das war ein Headshot, ne? Das war Schaden, ja. Okay. Du bist 100% sicher, solange du von irgendwas. Warte mal, ich versuch's nochmal von oben. Ah, shit, keine Munition, warte. Schaden? Nein. Hä? Jetzt schon. Okay, da habe ich aber definitiv aufs Dach geschossen. Komisch, okay. Ich versuch's nochmal an der Seitentür. Das ist nämlich auch ein interessanter Test. Nee, sorry, aber das ist krass. Du bist viel zu viel. Beim nächsten Schaden bin ich hier tot. Ja, dann machen wir nochmal neu. Ja, okay. Also ganz ehrlich, das Auto lässt keinen Schaden durch, außer an der einen Stelle, wo dein Kopf quasi in Kontakt ist mit dem Dach. Ansonsten absorbiert es 100% vom Schaden. Das ist also absolute Fake News, dass das Ding irgendwie schadenteildurchlässig ist. Überall da, wo Glas ist, kannst du getroffen werden, was völlig logisch ist und was beim Coupé auch der Fall ist. Aber
überall, wo halt kein Glas ist, absorbiert das Ding 100% vom Schaden. Erstens und zweitens, und das ist noch krasser, das Ding absorbiert sowieso mehr Schaden als das Coupé. Das ist echt schräg, ja. Das ist echt krass. Also das sind zwei richtig krasse Vorteile vom Lambo, die das Coupé nicht hat. Nämlich gleich wesentlich mehr. Ey, das ist echt krass. Okay, das ist krass. Also eine Lambo ist schon... So über 10 Schuss mehr, das ist schon... 10 Schuss mehr und du siehst den ja nicht, wenn er drin hockt. Also im Vergleich... Also von hinten kannst du ihn gar nicht treffen. Wenn du hinter einem herfährst, hinter einem Lambo herfährst und du schießt drauf, dann kannst du ihn aus dem Auto nicht rausschießen. Stimmt. Fertig. Los. Ohne Booster. Ohne Booster, okay. Ohne Booster, weil wenn du den Booster verfälschst... Das sind genau gleich schnell. Sieht für mich so aus, als wären die exakt gleich schnell. Ja, ziemlich. 140 fahre ich. 138. Jetzt fahre ich auch 136, 35. Ja, okay. Ne, also die Geschwindigkeit ist exakt identisch. Die Übersichtlichkeit hingegen nicht. Du bist sogar schneller, ey. Aber du fährst Ideallinie. Ich schaue nämlich die ganze Zeit über nach hinten. Zu dir. Jetzt bin ich... Mal kurz die sind gleich schnell. Wir schauen mal, wir halten nochmal ganz kurz an und machen mal nochmal einen Vergleich mit Booster. Wieder drücken. Achso, ja, das können wir machen. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, dann mit Booster, okay, Feuer frei. Also wenn ich Booster anhab, dann ist es so, dass ich auch irgendwie so eine Rauchwolle hinter mir herziehe. Aber das ist bei dir auch, das sehe ich jetzt zum ersten Mal, okay, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, alle Autos. Ja, nee, ist gleich. Würde ich tippen, ist gleich. Oh. Bei 160 müsste Schluss sein. Ja. 160. Ja, 160. 160 sogar. Nee, ich hab nur 160. Der V12 ist nicht... Kurz auf 61 sogar. Aber also 161 habe ich nicht geschafft. Also das RB Coupé ist 1 km/h schneller. Ja, aber nur ganz kurz. Ich würde sagen, wir sind gleich schnell. Ja, ja, schon. Doch, das ist eher so. So, was wir machen können, ist jetzt mal, wir versuchen mal beide, wer zuerst oben auf der Dings ist, bei der Halle oben, Kaktusdom? Nee, die Halle oben, bei Südost 145, die Halle auf dem Berg. Ja, passt. Okay, los geht's. Weil da wirst du mal den Unterschied sehen. Ja, wobei, das geht aber eigentlich. Ja gut, es passen beide nicht dann auf. Ja, schwer zu sagen. Aber lass mich nochmal ganz kurz von vorne drauf schauen. Also... Ich bin auch fast leer. Es ist halt schon krass, du siehst echt schlecht, wenn einer fährt. Also ich kann mich auch mal reinhocken und du guckst mal, ob du sehen kannst. Also gerade wenn du so einen dunklen Skin hast, ne? Da siehst du frei nicht so einfach. Wenn das Ding von vorne kommt, dann siehst du nicht, ob dich auf der rechten oder linken Seite hockt. Ja, stimmt. Das... Ja, erstens sieht schon auch cool aus. Also. Setz dich mal rein am ersten. Beim ersten siehst du, glaube ich, noch ein bisschen besser, auf welcher Seite der jeweils sitzt, als auch beim Lambo. Ja, würde ich gar nicht sagen. Weißt du, was das Ding ist beim Lambo? Beim Lambo hast du keinen Hintergrund. Weil du nicht nach hinten rausschauen kannst, du hast keinen Hintergrund. Beim Essen hast du zumindest noch so diese. Du kannst nach hinten rausschauen, ne? Von da sehe ich es nicht mehr so wirklich.
Bei beiden nicht. Ja, ja, beim RB Coupé ist es. Also dann ballern wir mal Richtung Tankstelle und schauen, wer zuerst dort ist. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, ist es eindeutig. Oder. Ja, ich habe zu spät aufs Gas gehen. Ja, ganz ehrlich, ich komme nicht immer mit Booster an dich ran. Oder haust du auch einen Booster rein? Ich hab einen Booster, ja. Ah ja, okay. Weil ich sehe den Rauch jetzt gar nicht mehr. Jetzt fahre ich ohne. Ah ja, okay. Jetzt ist er wieder. Also ich habe 154. 152. 43. Shit, das Ding ist offroad so furchtbar. Ja, ich bin gleich da. Also wenn einer mit einem Lambo an dir vorbei in so ein hügeliges Gelände fährt, lauf ihm hinterher, den kannst du einfach rausschießen dann. Der kann nichts machen, der wird... Der hat keine Chance. Und das Auto ist halb kaputt jetzt bei mir. Du musst auf der Straße bleiben mit dem Auto. Geht nicht anders. Am Leben bleiben. Es raucht jetzt schon bei mir. Okay. Also der Tod vom Lambo ist Offroad. Und vom Essen noch. Ja, aber der Essen hat jetzt ist so ganz schön. Ich glaube, ich schaff's noch. Aber es war alles gegen mich. Ich glaube, ich bin da, oder? Ja. Ey, das Auto raucht. Das kriegst du normalerweise mit dem Ding auch nicht hin, oder? Mit dem RB Coupé? Ja. Selbst wenn du einmal quer über die Karte fährst, kriegst du das auch nicht hin. Oh. Interessant.